Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Wir haben ja bereits mehrfach im Hauptausschuss über das Thema UNAMASSEN geredet und wir haben auch schon mehrfach dazu Position bezogen, aber das kann ich hier gerne nochmal machen. Daran zu erinnern, dass es Flucht und Vertreibung gibt und dass es die Schrecken von Flucht und Vertreibung gibt, das zu dokumentieren, das ist alles wichtig und das war früher wichtig und das ist auch heute wichtig. Denn auch heute ist eben, und das haben wir gerade gehört, diese Aufnahmestelle in UNAMASSEN teilweise wieder Aufnahmeort für geflüchtete Menschen. Aber schon der Name Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen sagt doch, dass es um mehr geht als um Vertriebene und um Aussiedler. Wir dürfen einfach keinen Unterschied machen, von wo Menschen geflohen sind und ob diese im Zweiten Weltkrieg und danach aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten geflohen sind oder ob sie heute kommen aus dem Nahen Osten, aus Afrika oder aus Asien. Denn all diesen Menschen ist gemein, dass sie fliehen. Sie fliehen vor Krieg, sie fliehen vor Gewalt und sie fliehen vor unmenschlicher Not. Und all diesen Menschen können und müssen wir eine sichere Heimstatt bieten. Und um zu dokumentieren, was weltweit zu Flucht führt und zu Vertreibung führt, können wir gerne ein Zentrum der Erinnerung einrichten. Gerne auch zusammen mit der Bundesebene. Einen Alleingang von Nordrhein-Westfalen halten wir indes nicht für sinnvoll. Ebenso wie die Beschränkung der Dokumentation auf einzelne Gruppen von Geflüchteten. Wie schon gesagt, das haben wir mehrfach im Hauptausschuss besprochen, das werden wir jetzt wieder im Hauptausschuss besprechen. Von daher sehen wir der Beratung im Ausschuss gespannt entgegen und ich hoffe auf neue Sichtweisen, die dann besprochen werden. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege.